Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Case King mit dem Gaming-PC Red Mirror Black Edition und dem Gaming-PC Astrobee Intel i5-11400, der andere ist ein AMD-System, für jeweils 1399 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuerst möchte ich nochmal auf unseren Discord hinweisen, wenn ihr Fragen habt zur Hardware oder ihr wollt euch einen PC zusammenstellen oder ihr habt irgendwie Probleme, weiß ich nicht, mit dem WLAN oder mit der Grafikkarte oder ähnliches, gerne bei uns melden. Wir haben hier verschiedene Sprachkanäle, gut, die hier oben, die ich hier sehe, die seht ihr jetzt nicht, aber hier die Selbsthilfegruppe, da könnt ihr dann reinjoinen, da helfen euch auch die Berater. Dann haben wir hier den Fragen-Channel, hier unter anderem zum Beispiel Windows 10 Ruhezustand aktivieren oder deaktivieren, hat einer gefragt. Hier werden SSDs empfohlen bzw. Lebensdauer erklärt und so weiter. Hier haben wir Fragen zu Fertig-PCs, wenn ihr irgendwelche Fertig-PCs euch rausgesucht habt und da Fragen zu habt. Hier könnt ihr Konfigurationen nachfragen, beziehungsweise was man noch verändern sollte und ähnliches. Hier haben wir den Community-Chat, wo die ganzen Eierköpfe schreiben und sich gegenseitig hops nehmen. Und hier auch die PC-Laber-Ecke. Gut, da landen auch manchmal so ein paar Fragen, aber das ist ja relativ wurscht, das ist in Ordnung. Dann haben wir zum Beispiel noch einen Community-Flex-Channel, wo unter anderem mit einem PC-Check Flaschenöffner geflext wird. Und alles andere seht ihr dann natürlich. Joint einfach unseren Discord, gibt es als Handy-App und auch für den PC. Einfach unten in der Videobeschreibung schauen, auf den Link klicken, sich registrieren, falls ihr noch nicht registriert seid. Und dann joint gerne und stellt dort eure Fragen. So, starten wir mit diesem System, das ist der Gaming-PC Red Mirror Black Edition AMD Ryzen 5 5600X RX 6600 XT Express. Zu dem Bild, das ist jetzt nicht sonderlich fake, aber das Gehäuse ist einfach pottenhässlich. Finde ich zumindest. Es ist vor allen Dingen, es ist so ein Micro-ATX-Case. Da passen auch nur Micro-ATX-Mainboards rein. Das ist ja immer so kein Thema für mich. Ich will mal Full-ATX. Ich finde es einfach nur pottenhässlich. Ne? Aber es ist Geschmackssache, klare Sache. Es ist auch kein sonderlicher Fake, wie schon gesagt. Die Grafikkarte, das wird wohl passen. Hier der CPU-Kühler auch, der Lüfter auch. Das Mainboard kann ich jetzt nicht beurteilen. Das ist aber soweit okay. Hier steht die Grundkonfiguration des Systems. Aerocool Atomic Light V1 Micro-ATX-Gehäuse. Wie gesagt, pottenhässlich, aber es sind immerhin zwei Lüfter mit dabei. Einer vorne und einer hinten. Der vorne ist natürlich riesig, 180 mm. RGB beleuchtet könnt ihr dann wahrscheinlich auch steuern. Wahrscheinlich übers Case oder dann auch Mainboard. Ist meistens beides möglich. Reicht für dieses System auch aus. Airflow-technisch wird es, denke ich, auch in Ordnung sein, weil eben vorne der Lüfter sitzt und hinten der Lüfter, da habt ihr schön Airflow da drin. Das passt soweit. Und das kostet stolze 39,87 € bei Mindfactory. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 5 5600X. Ja, den kennt ihr auch schon aus allen anderen Videos. Das ist ein Prozessor, der ist zum Zocken wunderbar geeignet, zum Streamen bedingt. Kommt drauf an, worüber ihr rendert und welche Spiele ihr spielt. Für Valorant und so ist das in Ordnung. Wollt ihr AAA-Titel spielen, würde ich auf jeden Fall auf einen 8-Kerner setzen. Der hier hat nämlich 6 Kerne und 12 Threads, 65 Watt TDP, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Und der kostet 255 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir einen Cryoric H7 CPU-Tower-Kühler 120 mm. Von denen gibt es mehrere. Es wird wahrscheinlich dieser hier sein, weil er im Bild auch RGB beleuchtet ist. Der reicht für diesen Prozessor aus. Wie gesagt, der Prozessor hat 65 Watt TDP, der hier hat 160 Watt TDP. Das wird schon passen. Ob er jetzt laut ist oder nicht, kann ich leider nicht beurteilen. Den hatte ich in meinem Test jetzt leider nicht drin. Ich habe ja ein Video mal gepostet, wo ich CPU-Kühler getestet habe. Aber wie gesagt, rein von den technischen Daten reicht der aus. Hier steht zum Beispiel Beleuchtung RGB. Hinweis, weiße LED-Beleuchtung nicht abschaltbar. Ja, es wird wohl ein RGB-Lüfter sein vorne drauf, denke ich schon. Und der kostet 49,87 € bei Mindfactory und dafür bekommt ihr eigentlich auch schon einen guten Be Quiet Kühler. Als Grafikkarte haben wir eine Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC 8 GB. Hier wisst ihr tatsächlich, was ihr bekommt. Das ist diese hier, Gaming OC 8 GB RX 6600 XT. Das ist eine gute Grafikkarte, so für die Einsteiger-Serie, sagen wir mal. Also ihr könnt damit AAA-Titel und so weiter auch spielen, aber erwartet nicht, dass die jetzt in WQHD da irgendwie 200 FPS reißt. Das wird nichts. Wahrscheinlich unter Valorant und Counter-Strike auf jeden Fall. Nur jetzt nicht Cyberpunk oder Far Cry oder ähnliches. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller dann. Das ist aber, wie gesagt, eine gute, sag ich mal, Einsteiger-Grafikkarte der neuen Generation. Und die kostet 569 Euro bei Galaxus. Als Mainboard haben wir ein Gigabyte B550M DS3H AMD B550 Mainboard, Sockel AM4. Ja, was soll ich dazu sagen? Micro-ATX.
Absolut nicht mein Fall, ne? Ich will mal Full-ATX wegen der Erweiterbarkeit und ähnliches. Das ist in dem Preisbereich vielleicht nicht schlecht. Das ist immer so ganz schwierig zu sagen bei 1400 Euro. Ich habe gleich noch eine Alternative bei Mindfactory. Mit dem Zusammenbau-Support, also mit diesen 150 Euro fürs Zusammenbauen, kommt ja ungefähr auf den gleichen Preis. Da ist ein Full-ATX drin. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, hier oben leider nicht. 4 RAM-Bänke, hier unten könnten ein M.2 SSD einbauen, hier unten auch. Hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot werdet ihr nicht benutzen können, weil die Grafikkarte ist mit dem Kühler überdeckt. Und hier eventuell noch eine Capture-Card oder ähnliches, was ihr da halt reinbauen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, Netzwerkanschluss, HDMI, DVI werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Also ihr nimmt das Bild dann über die Grafikkarte. Hier ist ein P-2-Anschluss, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Und das Board kostet 84,87 € bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher bekommen wir G-Skiller Aegis DDR4 3200 MHz. Das ist ein Dual-Kit, also zwei Riegel. Bei einem Riegel hättet ihr weniger FPS, auch wenn es dann 16 GB wären. Ich verlinke euch dazu noch ein Video in der Videobeschreibung, wie die FPS-Unterschiede sind zwischen einem Riegel und zwei. G-Skiller Aegis habe ich persönlich ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr fehleranfällig. Die Chips sind auch nicht gut, die da drauf sind. Er sieht aus wie aus den 90ern. Nee, mag ich nicht. Also, da gibt es bessere Alternativen. Zum Beispiel die Ripjaws, auch von G-Skill, die sind deutlich besser. Die haben auch einen Kühlkörper auf den Chips. 16 GB in der Preisklasse ist völlig okay. 3200 MHz ist genau das, was der Prozessor auch ab kann. Ich hätte vielleicht 3600 MHz genommen. Auch bei 1400 Euro ist das möglich. 3200 ist okay. Ist in Ordnung. Und der kostet 58 Euro bei Mindfactory. Als SSD bekommen wir eine Western Digital Blue SN550 NVMe. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1950 MB die Sekunde. 1 TB in der Preisklasse auch völlig in Ordnung. Es gibt andere Systemintegratoren, die packen da nur 500 GB oder gar 256 GB rein. Und die kostet 92 Euro bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir ein Gigabyte P650B Netzteil 80 plus Bronze 650 Watt. Dazu muss ich sagen, dass es Gigabyte Netzteile da draußen gibt, die auch gerne mal explodieren oder funktionieren oder ähnliches. Ich bin davon jetzt nicht so begeistert. Es muss diese Serie nicht betreffen. Dieses Video werde ich euch auf jeden Fall mal unten in der Beschreibung verlinken. Schaut euch das mal an. Ist zwar auf Englisch, aber ihr könnt euch auch einen Untertitel auf Deutsch übersetzen lassen. Ist gar nicht so das Problem. Ich schaue nur mal kurz rein. This is called a catastrophic failure. So is this. And this. And all of these power supplies are the Gigabyte GP P750 GM or... Wisst ihr Bescheid? Habt ihr das Tollste schon mal gesehen? Wie gesagt, es muss nicht diese Serie sein, nur man hält sich dann von Gigabyte-Netzteilen schon so ein bisschen fern, weil man nicht weiß, ob andere Serien auch dieses Problem haben. 80 plus Bronze ist schon ein bisschen bitter, ist noch okay in dem Preisbereich, hätte mir was Besseres gewünscht, vielleicht sogar Gold. 3 Jahre Garantie hat das Ding, hat leider kein Kabelmanagement, aber das ist euch dann wahrscheinlich auch egal, weil es halt ein Fertig-PC ist. Ansonsten 650 Watt reicht völlig aus und das kostet 52,80 Euro bei Equipper. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1201,41 Euro. Das System soll kosten 1399,90 Euro. Preislich gesehen bewegen wir uns noch im Rahmen. Ich sage ja immer, Mindfactory 150 Euro zusammenbauen lassen. Könnt ihr noch vielleicht 50 Euro sparen. Die geben natürlich auch noch Garantie auf das Teil. Das kommt dann fertig gebaut zu euch nach Hause. Pipapo, ist alles schön. Konfigurationstechnisch gefällt es mir nicht. Micro ATX, G-Skiller Aegis, ein Gigabyte-Netzteil, finde ich nicht so geil. Es wird natürlich funktionieren. Ihr habt natürlich auch die Garantie drauf, nur ihr kriegt auch was Besseres für den Preis. Wir schauen uns mal hier den Warenkorb an. Wir haben den gleichen Prozessor, wir haben allerdings ein B550 Aorus Elite V2. Das ist ein Full-ATX-Board mit viel mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Ihr bekommt auch 16 GB, 3200 MHz. Ihr könnt auch 3600 MHz nehmen. Das ist ein Unterschied von, glaube ich, 10 Euro oder so. Aber wir wollten relativ nah an diesen Preisbereich rankommen. Das sind aber die Ripjaws mit Kühlkörper auf den Chips und so weiter. Die haben bei uns weniger Probleme gemacht als die Aegis. Ihr bekommt einen BeQuiet P-Rock 2 Black, der auch ganz locker den Prozessor kühlen kann und noch besser aussieht. Hier bekommt ihr eine 8 GB XFX Radeon RX 6600 XT. Das ist dann ungefähr so wie die Gigabyte halt, die wir eben gesehen haben. Anstatt die Western Digital SSD bekommt ihr eine 1 TB Samsung SSD 980 M.2. Die ist auch nochmal ein ganzes Stückchen schneller als die von Western Digital. Ihr bekommt ein gescheites Case, was auch einigermaßen gut aussieht. Das ist das MSI MPG Gun Gear 110M. Das ist auch ein großes, das ist nicht so eins mit Micro ATX Mainboard gedönt, sondern da passt voll ATX rein, sieht auch gut aus. Hier ist der Montage- und Funktionstest-Service, da wird auch ein BIOS-Update gemacht und so weiter und ein Stresstest ausgeführt, das heißt, das Ding kommt fertig gebaut zu euch nach Hause. Und anstatt 650 Watt von Gigabyte haben wir 750 Watt von BeQuiet, ein Pure Power, was auch noch voll modular ist und 80 plus Gold.
Und da landet ihr bei einem Gesamtpreis von 1.421,29 € mit Zusammenbau. Das heißt, ihr zahlt effektiv 21 Euro mehr und bekommt ein deutlich besseres System. Besseres Board, besseres Netzteil, besseren RAM, in meinen Augen einen besseren CPU-Kühler. Also ihr seht, es ist selbst mit Montage und Funktionstest-Service bei Mindfactory locker möglich, ein viel besseres System zu bekommen für diesen Preis. Dann haben wir hier noch das zweite System, das ist auch hässlich wie die Nacht. Okay, nicht ganz so hässlich wie das andere. Ich finde es immer noch hässlich, aber nicht ganz so hässlich. Das ist der Gaming-PC Astrobee Intel i5 11400 RTX 3060 Express. Das Bild ist nicht sonderlich fake. Das Gehäuse sieht so aus. Hier vorne haben wir noch schön so ein bisschen Beleuchtung vom RAM. Das passt auch soweit. Hier ist ein Intel Core i5 11400 drin. Auch 65 Watt TDP, auch 6 Kerne, auch 12 Threads. Wie gesagt, zum Stream für kleine Spiele, Counter-Strike, Valorant und so ist das okay. Lost Ark sollte eigentlich auch noch gehen. Wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, AAA-Titel oder so damit zu streamen, das gleiche wie beim AMD-Prozessor, geht auf den 8-Kerne. Auf jeden Fall besser. Unterstützt ihr auch offiziell 3200 MHz RAM und der kostet 172 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir einen Alpenföhn Brocken Eco Advanced CPU-Kühler, 120 mm. Der hat eine TDP von 170 Watt, der passt auch ganz gut zu dem Prozessor, der kann ihn auf jeden Fall runterkühlen. Aussehen ist jetzt Geschmackssache. Er erfüllt auf jeden Fall seine Funktion und der kostet 34,71 € bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein Gigabyte Z590 Gaming X, Intel Z590 Mainboard, Sockel 1200. Hier haben wir jetzt ein schönes Full RTX-Board. Ich finde es optisch auch sehr ansprechend. Das Interessante ist ja halt, der Z590-Chipsatz ist dafür ausgelegt, dass man die Intel-Prozessoren übertakten kann, ziemlich gut sogar. Allerdings ist der Prozessor, der hier drin ist, nicht übertaktbar, weil er keinen K-Suffix hat. Ja, ich weiß, es gibt ein Video von der Bauer, da zeigt er, dass man auch Intel-Prozessoren ohne K-Suffix übertakten kann. Das muss dann aber ein spezielleres Mainboard sein, beziehungsweise der Prozessor muss dafür ausgelegt sein, sagen wir jetzt mal, das sind vielleicht nur die 12.000er-Varianten oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe das nur noch so im Hinterkopf. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD rein, hier kann eine SSD rein, hier unten kann auch noch eine SSD rein, hier kommt die Grafikkarte hin, den Slot werdet ihr natürlich wieder nicht benutzen können, weil er viel zu nah an dem Grafikkartenslot liegt. Hier unten könnt ihr noch erweitern und hier auch, zum Beispiel eine WLAN-Karte, USB-Erweiterungskarte, Capture-Karte, was ihr gerne möchtet. Was die Anschlüsse angeht, haben wir hier 7.1, 5x USB 3.0, einmal USB 3.1, hier ist ein Netzwerkanschluss. Hier haben wir noch einen DisplayPort-Anschluss, den könntet ihr sogar benutzen mit dem Prozessor, dann geht euch natürlich die Grafikleistung irgendwie flöten. Das kann man dann benutzen, zum Beispiel wenn die Grafikkarte mal abraucht und man will noch irgendwie seine Daten sichern oder so, dann kann man darüber noch ein Bild ziehen. Hier ist noch USB Typ C 3.1, 2x USB 2.0 und P-2, den ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen werdet. Ansonsten ist das Ganze ein grundsolides Board. Finde ich okay. Und das kostet 152,53 € bei T-Shop. Als Arbeitsspeicher bekommen wir Corsair Vengeance RGB Pro SL, DDR4 3600 MHz, CL18, 16 GB Dual Kit. Lasst euch nicht irritieren von diesem SL. SL bedeutet einfach nur mehr oder weniger slim. Die sind ein bisschen kleiner als die normalen RGB Pro, die es vorher von Corsair gab. Es gab früher halt Probleme, dass zum Beispiel irgendwie der CPU-Kühler da drauf gesetzt hat oder eine Wasserkühlung nicht ganz gepasst hat. Das haben die damit jetzt ein bisschen gefixt. Der ist wie gesagt ein bisschen kleiner. Hat eine schöne RGB-Beleuchtung, kann man mit IQ steuern. 3600 MHz ist natürlich auch über der Spezifikation von Intel, da spricht man dann schon irgendwo von Overclocking. Es ist ein einfaches XMP-Profil, das kann man im BIOS aktivieren, dann läuft er auf 3600 MHz. Das werden die hoffentlich auch machen beim Zusammenbau. 16 GB ist auch in Ordnung und er kostet 86,87 € bei Mindfactory. Dann haben wir hier die gleiche SSD, brauche ich euch nicht nochmal zeigen. Eine Nvidia GeForce RTX 3060. Da wisst ihr natürlich nicht, was ihr bekommt. Wir nehmen jetzt einfach mal die MSI GeForce RTX 3060. Auf dem Bild war, glaube ich, eine Gigabyte zu sehen, aber die lassen sich das halt offen, je nachdem, was sie geliefert bekommen. Für die 3060 gilt auch, ihr könnt damit die gängigen Spiele so spielen, erwartet aber, wie gesagt, nicht in WQHD oder so, dass ihr da 200 FPS hinrotzt mit AAA-Titeln oder so. Da braucht ihr eine deutlich stärkere Grafikkarte für. Ich verlinke euch natürlich auch FPS-Tests zu beiden Systemen unten in meiner Videobeschreibung. Und die kostet 629 € bei hwh.de. Als Gehäuse bekommen wir einen Kolink Nimbus RGB MIDI Tower. Naja, wer es mag. Ich finde es designtechnisch jetzt nicht so geil. Das reicht für das System natürlich aus. Hier ist allerdings der Fall, ihr habt nur einen Lüfter hinten verbaut. Keinen in der Front oder so. Das heißt, Airflow-technisch könnte das ein bisschen schwierig werden. Das ist jetzt nicht das leistungsstärkste System. Nur wenn ihr das kaufen solltet, baut auf jeden Fall noch einen Lüfter vorne ein oder lasst ihn euch reinbauen. Und es kostet 46,94 € bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir ein Kolink Modular Power 80 Plus Bronze Netzteil 500 Watt. 500 Watt ist für dieses System natürlich okay. Wollt ihr später eine stärkere Grafikkarte einbauen, braucht ihr auch ein stärkeres Netzteil. Bronze zertifiziert schon wieder. Ihr habt eben gesehen, bei Mindfactory Gold-Zertifizierung ist möglich. Deswegen, ja, finde ich nicht ganz so geil. Es ist auch nur teilmodular, kann euch aber egal sein, kommt ja fertig gebaut nach Hause. Hat 3 Jahre Herstellergarantie und das kostet 45,87 € bei Mindfactory. Qualitativ kann ich leider nichts dazu sagen, ich habe das Ding noch nie zu Hause gehabt zum Testen. Deswegen ist es ein bisschen eine Wundertüte. Ich halte mich eher so an Seasonic, Be Quiet, Shakun und ähnliche Netzteile. Und dann wären wir wieder beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM.
Grafikkarte, Mainboard, CPU-Kühler, Gehäuse und Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1259,92 €. Das System soll kosten ebenfalls 1399,90 €. Preislich passt das. Konfigurationstechnisch finde ich es ein bisschen schwierig, dass in der Front kein Lüfter eingebaut ist. Ansonsten die Komponenten sind soweit okay. Es ist natürlich jetzt bei beiden Systemen der Fall, dass auch kein Windows mit dabei ist. Ihr habt ja eben die Werbung gesehen, wenn ihr Windows braucht, kauft euch ein Keybase CDK, macht euch eben schnell noch einen Windows-Stick fertig. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das ist leider nicht live, aber kommt ruhig ins Discord. Da wird erklärt, wie ihr euch so einen Stick fertig macht, kostenlos. Also preislich gesehen ist das hier auf jeden Fall interessanter, konfigurationstechnisch auch. Also wenn ihr eins von den beiden Systemen nehmt, nehmt dieses hier. Da habt ihr zwar jetzt nicht die Intel 12000er Reihe oder so drin, aber für den Preis könnt ihr das auch irgendwo noch nicht so ganz erwarten mit der Grafikkarte in Kombination. Das Gehäuse ist Geschmackssache, das müsst ihr selber wissen, aber rein von den technischen Daten ist es in Ordnung. Und hier nochmal zu dem anderen System, hier haben wir diesen Red Mirror, den würde ich auf jeden Fall nicht kaufen. Nicht in der Konfiguration mit diesem kleinen Board, diesem Drecksram, ich muss es leider so sagen, wie es ist. Nee, ist nicht mein Fall. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn das noch nicht gemacht habt. Lasst ein Däumchen nach oben da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.